Ja, grüß euch! Bin aufgeregt! Er ist so nervös wie ich, denn es geht los mit dem ersten Video. Ganz genau so ist es. Einen kurzen Überblick möchte ich euch geben. Und zwar sollen sich die nächsten Videos um das Thema Trainingsplanung drehen, mit allen den Facetten, die da eben dazugehören. Und ja, für das erste Video... Aufs Krafttraining bezogen diesmal. Aufs Krafttraining bezogen, ja. Also wir wollen ja generell Athletiktraining abbilden und jetzt dann beschäftigen wir uns mal mit der Krafttrainingsplanung in den nächsten Videos. Und heute das Elementare, nämlich der Trainingsreiz an sich. Wie kommt, was ist eigentlich der Ursprung für Verbesserung? Wie funktioniert das eigentlich? Ganz genau so ist es. Man muss verstehen, eine Person macht einen Trainingsplan, das funktioniert wunderbar, denselben Trainingsplan macht eine andere Person, es funktioniert nicht. Und in diesem Video wollen wir wirklich darauf eingehen, warum funktioniert denn überhaupt ein Trainingsplan? Weil im Endeffekt, es kann sehr viel funktionieren und man muss einmal wissen, was denn da so die Basis ist. Und dass man das mal versteht, ganz egal ob im Leistungssport oder im Fitnesssport, wo jetzt dann die Freundin sagt, boah, mit dem Programm habe ich so und so viel Booty bekommen und bei dir selbst funktioniert es nicht. Und das ist einfach so die Basis generell. Ganz und genau. Und zwar die Homöostase. Also ganz genau. Also dieses homöostatische Prinzip, das muss man verstehen. Also Homöostase an sich, dieses ja ein bisschen schwierig zu schreibende und auszusprechende Wort, sagt eigentlich nichts anderes wie, der Körper befindet sich in einem Art Gleichgewicht. Ganz genau. Und wenn dieses Gleichgewicht durch einen Stressor, und wir sind jetzt, dann müssen gar nicht spezifisch auf Training uns hier jetzt fokussieren, sondern es geht um einen Stressor, der kann alles Mögliche sein, uns aus dieser Homöostase wirft, dann wird sich unser Körper anpassen wollen. Genau, genau. Um wieder zurück in die Homöostase zu kommen. Also wie gesagt, es ist nicht nur Training, es ist die Körpertemperatur, es ist alles Mögliche. Permanent sind verschiedene Systeme, die aus dem Gleichgewicht geraten und der Körper versucht, wieder das Gleichgewicht zu bekommen. Und im Training ist es dann so, dass wenn wir eine Belastung oder einen Trainingsreiz setzen, Beispiel für einen Trainingsreiz wäre, wenn ich jetzt dann irgendeine Übung mache und da... die eine gewisse Schwelle überschreitet. Genau, genau. Dann setze ich einen Trainingsreiz, auf die der Körper nicht vorbereitet war. Und damit er und verlässt eigentlich so seine Homöostase. Und damit er in weiterer Folge wieder in die Homöostase kommt oder das nächste Mal gar nicht aus der Homöostase rauskommt, wird er sich anpassen. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, mehr oder weniger, der Stressor setzt ein, wirkt er disruptiv, also haut er mich aus der Homöostase, ja oder nein? Nein, es wird nichts passieren, ja, ich werde die gleiche Person sein, die ich davor war. Ja, sehr gut, und dann können wir zwei Wege gehen. War der Stressor hoch genug und ich konnte mich davon erholen, dann werde ich eine positive Anpassung erfahren. Ist der Reiz, beziehungsweise kann ich mich nicht von diesem Reiz regenerieren, wenn ich den nächsten Stressor setze, dann werde ich eine negative Anpassung erfahren. Eine Überbelastung, ganz genau. Was aber jetzt auch im Hypertrophietraining nicht unbedingt negativ zu bewerten ist, eine gewisse Zeit lang. Ja? Aber dazu soll man später ein bisschen mehr kommen. Und im Endeffekt, aus dem Training noch einmal rausgezoomt, dasselbe Prinzip haben wir mit der Hautfarbe. Wenn wir uns in die Sonne legen, dann ist die Sonneneinstrahlung ein Stressor, auf den der Körper reagiert. Er adaptiert mit mehr braunen Pigmenten, die Hautfarbe färbt sich braun. Und wenn wir irgendwann dann vom Italienurlaub heimkommen, wir Gigolo super fesch gebräunt sind, dann aber nicht mehr die Sonne sehen, naja, dann wird die Bräune auch nach und nach wieder weggehen. So ist es. Und genau dieses Modell der Homöostase, die wir verlassen, um uns zu verbessern, wird eigentlich abgelichtet, sehr trivial im Superkompensationsmodell, was eigentlich jeder kennt, der im Bio-Unterricht aufgepasst hat. Also es geht einfach darum, wir setzen eben einen Reiz. Der Reiz sorgt für eine Art Ermüdung, das heißt unsere Leistungsfähigkeit sinkt ab. Also durch das Training an sich werden wir nicht stärker, weil nach dem Training sind wir müde und hundertprozentig nicht stärker, sondern schwächer. Und erst durch die Regeneration werden wir besser. Und es kommt zu einem gewissen Leistungsaufbau oder einfach eine Verbesserung vom ganzen System. Das wäre grundsätzlich das Modell. Und
an diesem Punkt würde ich dann wieder einen Trainingsreiz setzen, werde wieder ein bisschen besser, wieder einen Trainingsreiz setzen, wieder ein bisschen besser und das Ganze steigt nach oben an. Hat grundsätzlich das Modell eine Berechtigung, weil man es wirklich in 10 Sekunden erklären kann, was das eigentlich ist, ja. Aber in der Praxis muss man das einfach ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil es gibt immer unterschiedliche Systeme, die gleichzeitig in Angriff genommen werden. Und nicht alle Systeme haben die gleiche Anpassungszeit. Das heißt, das Nervensystem, das zentrale Nervensystem hat eine andere Anpassung wie die Muskulatur, wie das Glykogen, wie der Glykogenspeicher, wie das Bindegewebe und so weiter und so fort. Das heißt, wir befinden uns ständig in jedem System in einem unterschiedlichen Stadium und deswegen kann man nicht so trivial sagen, da ist meine Superkompensation beendet, da fange ich wieder mit dem neuen Trainingsreiz an. Du musst nämlich immer fragen, ja, von welcher Superkompensation sprechen wir? Welches System? Genau, und das Modell an sich kommt eigentlich aus dem Glykogenspeicher, also da kommt das Ganze her, also aus dem System, aber muss man einfach genau immer abwägen, wo bin ich, in welcher Phase und wie bringe ich das zusammen in Einklang. Ja, ich glaube, das ein war kurzer Überblick. Ein sehr, sehr solider Überblick. Ich hoffe, es war viel Neues dabei. Und ja, wenn euch das Video getaugt hat, ihr könnt uns damit unterstützen, indem ihr einen Daumen da lässt, den Channel abonniert. So ist es. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, servus.